المؤمن القوي أحب إلى الله. Der starke Mu'min ist Allah lieber als der Schwache. Mit Stärke ist hier nicht unbedingt nur die körperliche Stärke gemeint, sondern auch die geistige, spirituelle Stärke. Also zumindest haben einige der Ahlul Ilm gesagt, das bezieht sich auf die geistige und die körperliche Stärke. Und zur geistigen Stärke gehört zum Beispiel, dass er sich nicht den materiellen, auf die materiellen Mittel verlässt mit dem Herzen, auch wenn er sie mit dem Körper nutzt. Aber dass er mit dem Herzen beispielsweise sich verlässt auf den Urheber, den ersten Verursacher, wie manche das nennen, den Verursacher aller Ursachen und ihrer Wirkungen. Ja.